In einer Pressekonferenz informierten Stadtrat Erwin Mücke und Bürgermeister Fritz Knotzer über das Jahresergebnis 2012 des Arbeiter-Samariter-Bundes Dreiskirchen-Trumau. Was ein Anliegen von mir ist, und das würde ich auch bitten, dass die Medien vielleicht weiter transportieren, ist, weil jetzt ja die Entscheidung gefallen ist, wir bleiben weiter beim Wehrdienst und Zivildienst, dann auch ein Vorschlag, dass der Zivildienst, die Aufgaben des Zivildienstes reformiert gehören. Die derzeitige Situation ist für die Rettungsorganisationen unbefriedigend. Was genau dürfen Sie denn jetzt wirklich tun? Was dürfen Sie jetzt nicht mehr? Was Sie nicht mehr tun dürfen, das heißt, Sie haben eigentlich diese Sachen, die Sie jetzt nicht mehr tun dürfen, nie dürfen machen, aber es ist halt früher nicht so genau kontrolliert worden und in letzter Zeit wird es immer ärger und immer genauer. Das heißt, man kann einen Zivildiener fast nicht mehr einsetzen auf der Dienststelle, außer für Krankentransporte und das auch nur geduldet und nicht gesetzlich erlaubt. Aber wo der CISA, so heißt diese verantwortungsvolle Positionen für die Zivildiener, ist ihm gesagt worden, sie dürfen noch Krankentransporte machen alleine, ansonsten dürfen sie beim RTW oder mit Blaulicht ausfahren, nur in Begleitung eines Hauptberuflichen oder eines Freiwilligen. Man hat sie früher hier im Journal, wenn Not am Mann war, auf eine halbe Stunde oder Stunde einsetzen können oder wir haben sie eingesetzt, dass alles verboten ist jetzt. Sie dürfen keine Essen auf Räder für uns mehr ausführen, wir führen für die Gemeinde Essen auf Räder aus. Und weil wir selbst nicht Essen auf Räder führen, sondern für die Gemeinde ausführen, aus diesem Grund dürfen sie auch nicht Essen auf Räder ausführen. Wir führen für die Gemeinde Krankenbetten aus, Rollstühle aus. Auch diese Sachen dürfen sie jetzt nicht mehr machen, weil sie eben mit dem Zivildienst nicht vereinbar sind. Die Kosten hier auf der Dienststelle in Dreiskirchen sind überschaubar oder droht hier doch ein Mehrkostenanteil in Zukunft? Ja, überschaubar sind sicher die Kosten derzeit noch, aber der Mehrkostenanteil ist, dass wir immer mehr hauptberufliche Mitarbeiter brauchen, die natürlich zu finanzieren sind, teilweise von den beiden sogenannten Gemeinden, also Stadtgemeinde Dreiskirchen und von der Marktgemeinde Trumau, die ja hier den Rettungseuro einbringen in einer beachtlichen Höhe. Und dazu kommt noch, dass wir natürlich bei der Abrechnung der Sozialversicherungsträger immer mehr deckeln, weil sie immer weniger einbringen in den Rettungstopf. Und wir mit Spendenaktionen und zusätzlichen Aktionen das Geld aufbringen müssen, um hier den Dienstbetrieb aufrechtzuerhalten. Das ist sicher eine Aufgabe in Zukunft, nicht nur der Gemeinden, sondern auch der Land und Bund wird sich überlegen müssen, wie finanzieren wir in Zukunft das Rettungswesen, weil es ist in jedem Bundesland anders finanziert oder anders aufgebaut. In Niederösterreich ist es schwerpunktmäßig, dass der überregionale Rettungsdienst die Notärzte, sprich oder der Notruf 144 über das Land finanziert wird, aber die Rettungsstellen selbst müssen über die Gemeinden. Das Rettungswesen ist die Aufgabe der Gemeinde, der muss über die Gemeinden finanziert werden. Das heißt aber auch natürlich, man braucht noch mehr Freiwillige, theoretisch. Ja klar, brauche ich mehr Freiwillige, was in der heutigen Zeit immer schwieriger wird, tagsüber wem zu finden. Es kommt gerade ein Einsatz. Man muss darauf achten, dass auch Wochenenddienste und Nachtdienste besetzt sind. Und da wird es natürlich immer schwieriger, Freiwillige zu finden. Früher war Dreiskirchen ein reiner Industriebetrieb, wo viele Leute Schicht gearbeitet haben und dann außerhalb der Schicht hier mitgeholfen haben. Das ist heute ganz anders. Viele sind Pendler geworden. Ja, wir haben natürlich Wochenende ist etwas besser, aber unter der Woche Nachtdienst ist schon schwieriger. Da brauchen wir sicher Freiwillige und mein Appell ist, wenn jemand Lust hat, Telefondienst oder mithelfen beim Essen auf Rädern oder eben beim Ausführen von Krankenstühlen und hier mithelfen, ist er herzlich willkommen.